Bleibt in Deckung! Schützen auf dem Felsgrat! So, die kriegen wir nicht geknackt. Da kommt sie! Wurden entdeckt! Ich muss einmal erstmal ganz kurz mal so ein bisschen gucken, was wir hier machen. Für die Urmutter! Ach, keine Munition mehr, das ist auch super. Ich versuche mal die, ich werde mal den anderen Bogen mal nutzen. So. Munition für dich! Okay, das wird nichts. Ja, der ist irgendwie so geil, ist der Bogen nicht. Also zumindest hier jetzt nicht. Ich schneide dich in Stücke. Kannst du noch mehr Teile abbrennen? Warte mal. Warum ging das mit der Falle jetzt gerade nicht? Warum ging das jetzt mit der Falle nicht? Einmal kurz antippen wollte ich eigentlich. Ah, jetzt geht's. Mach das doch mal. Die schaffen wir, Aloy. Das liegt das Teil. Das hat richtig rein. Tötet sie alle. Hier ist Munition. Ich nehme sie. Jetzt haben sie Angst. So. Ein Verräter weniger. Tötet sie alle. Auf sie. Maschine erlegt. Auf den Reiter. So, Miss Vieh. So, komm auch mal runter da. Mach ich auch noch gleich platt. Ja. Nein! Ja, siehst du mal. So. Okay. Na. Hey Leute, ich glaube, wir können noch mal ganz kurz reinhalten. Ja, was für. Ja, guck mal, er hat Ahnung. Der weiß, wie es geht. Hier ist Munition. Ja, schmeiß es doch sonst wohin, ist okay. Für die Gefallenen! Jeder Pfeffer schwächt dich mehr. Au! Ich geb dich auf. Hatte keinen Platz. Ja. Habe ich nicht so getroffen, hatte ich noch. What do you do? Ah, Mist. Oh, da ist auch I. Sie wurde getroffen. Ja, ich wurde getroffen. Achso, ich wurde tatsächlich getroffen. So. Warte mal, ich brauche erstmal kurz meine Säurepfeile. Ah, Mist. Nimm die Munition. Und gleich nochmal. Okay.
Autsch. Ach. Das tat weh. Oh, gute Nacht. Genug! Das sind genug. Da sind noch ein paar. Machen wir auch noch weg. Ihr da, Fremde! Ich häute euch! Na, das werden wir mal sehen. Nimm mal deine Kappe runter da. Gewährt mir die Ehre des Vortritts. Ach so. Er ist dieser Häuptling. Ich dachte, er wäre der Häuptling. Ja, dann komm mal runter. Nun gut. Dann muss ich dir jetzt leider das Rektum aufreißen. Ja! Ach so. Zum Glück, er kommt. Alles klar. Und jetzt hat er auch noch ein digitales Schild und ein digitales. Ach du Scheiße. Jetzt du, Kleine. Okay. So ein Schild habe ich noch nie gesehen. Ich sollte scannen. Ich kann dein Schild besprechen, wenn ich ihm Schaden zufüge. Ja, das ist mir bewusst, Aloy. Ich muss durch den Schild. Das ist richtig, Aloy. So, Schwäche Säure. Was hatte ich gesehen? Säure? Ah, Mist. Keine. Säure ist, glaube ich, seine Schwäche, hatte ich gesehen, ganz spontan. Gucken wir gleich mal. Ich muss mir erstmal ein paar Beeren sammeln. Oder auch nicht, weil ich mich vorher schon verreck. Ah, fuck! So ein Schild habe ich noch nie gesehen. Ja, ich sollte scannen. Na gut, dann können wir gleich mal Säure probieren, wenn er eh schon keine Säure mag. Der Schild bricht sicher, wenn ich ihn hart treffe. Ja. So, das ist meine Chance. So, und jetzt nehmen wir den schnellen Bogen. Du hältst mich nicht auf. Nix. Sein Schild hat sich regeneriert. Okay, dann nehmen wir wieder die Säure. Ja. Säure. Ich muss den Schild ausschalten. Ja, ich weiß es doch, Aloy. Schild unten. Er ist verwundbar. Der Schild ist gebrochen. Nicht. Aber warte mal, können wir nicht mal vielleicht hier so ein bisschen hier mal diese ganzen Heinis mal gucken, was die machen? Oh, ah, okay, der wirkt. Ich werde den Schild durchbrechen. Ups. Werden wir mal sehen. Ups. Nee, da wollte ich nicht hin. Nein! Ungeschützt. Das stoppt mich nicht. Das werden wir sehen, ob dich das. Das stoppt dich schon, wie es aussieht. Ich hole mir mal kurz mal ein bisschen was zum Schild Nuckeln. Der Schild wird dich nicht retten. Na. Aber ich glaube schon. Ah, Drecksack. Kill. Oh, warum ist er nicht da zum Looten? Ich will ihn looten. Will seine Leiche schänden, verstecken, also ehrenhaft begraben, würde ich sagen. Ehrenhaft begraben. Na komm! Trau dich runter und stell dich! Nein! Das war ein ehrenhafter Kampf. Ich werde dich verschonen. Ach, jetzt auf einmal. Männer! Seid stolz auf euch! Heute habt ihr die Marschälle dezimiert, die Kaja besiegt. Unser Krieg gegen Hekaro beginnt. Ja! Abmarsch!
Ich muss gleich erstmal ein paar. Beeren sammeln. Hat er sich gleich die Wunde abgebunden? Das ist aber schlau. Gleich operiert vor Ort. Wirst du es schaffen? Er hat doch gar nichts gemacht, das stimmt doch. Ah. Du ziehst ohne mich weiter, nicht wahr? Ja, du hast ja nichts gebracht. Du bringst doch nichts. Bleibt mir wohl nur errennt. Vorerst. Los, komm. Ich bring dich zur Festung. Hab mir doch wieder alles alleine gemacht. Hätten schön flankieren können, schön zu zweit, aber nein. Muss die Aloy wieder alles alleine machen. Alles. Erin hat sich auch die Nüsse geschaukelt. Ich hab nicht. Ja klar, als wenn einer so ein Ding da tragen kann. Lasst uns plündern, Jungs. Nix, das sind meine Sachen. Ey, das ist mein Loot. Die hab ich alle abgemurkst. Das ist mein Loot. Verpisst euch. Das ist mein gutes Zeug. Ich bin richtig nackig geschossen, Mann. Das hält wohl nicht viel aus. Aber ich sollte damit gleiten können. Aloy. Wir orientieren uns gerade. Offenbar haben die Tenakt einen Bürgerkrieg. Das sehe ich auch so. Die Marschälle rechneten nicht mit Regalas Angriff. Und die ganze Kaja-Delegation wurde getötet. Nozar, Wadis. Ja, Wadis. Ein Massaker. Wadis. Was hast du jetzt vor? Ich muss nach Westen. Hoffentlich gilt das Wegerecht noch immer. Für mein Ziel werde ich, wenn nötig, das ganze Tenak-Gebiet durchqueren. Dann hast du einen langen Weg vor dir. Da steht ein sehr langer Weg. Das ist nur die Schwelle des verbotenen Westens. Das wahre Reich der Tenakt liegt weit hinter den Bergen bei Rheinklang, wo die Utaru wohnen. Das ist gar nicht Tenak-Gebiet? All das da draußen? Das ist niemands Land. Es sollte neutrales Gebiet sein. Doch diese Regala ignoriert das wohl. Ihre Leute kamen aus dem Norden. Sie ritten auf Maschinen. Ich nehme an, dass sie dort oben ein Lager haben. Die Rebellen ritten Dornrücken. Und im Schrecken gab es Dornrücken. Meinst du, die Rebellen ließen sie in den Schrecken? Wie sollte das funktionieren? Ich weiß nicht. Aber es ist eine Spur. Es gingen auch einige Kaja und Osseram durch die Tore, bevor sie wegen der Gesandtschaft geschlossen wurden. Du könntest nach ihnen schauen, ob es ihnen gut geht. Ich halte die Augen offen. Gibt es hier irgendwo einen Langhals? Einen Langhals? Es gibt da einen, bei der Utaru-Grenze. Aber warum? Das ist schwer zu erklären. Damit gewinne ich einen Überblick. Wenn du meinst, kann ich dir sonst noch etwas helfen, bevor du aufbrichst. Ja, okay. Über was wollen wir reden? Und das Spiel sagt, ja. Wegen Verschaf. Er wurde von den Tenak gefangen genommen. Moin, Bellpapa, grüß dich. Überlebte Jahre im Westen und starb kurz vor dem Sonnenreich. So sollten gute Männer nicht sterben. Er hatte noch so viel vor. Er wollte für Frieden zwischen den Kaja und den Tenak eintreten. Das wird jetzt nichts mehr. Was passiert jetzt mit ihm? Seine Leiche wird nach Meridian überführt. Als Vetter des Sonnenkönigs gebührt ihm ein offizielles, ehrenhaftes Begräbnis. Das wünscht sich jeder Soldat. Oh, Regale? Verschaf nannte Regala Rivalen. Der Tenakt-Häuptling hätte sie töten sollen. Ja, das hätte er wohl. Sie ist eine große Gefahr.
Ihr Angriff war koordiniert und präzise. Bis du ins Spiel gekommen bist. Sie kannten sich hier gut aus. Sie wussten, dass Verschärft bei der Gesandtschaft ausgehändigt werden sollte. Wenn die Tenakt nicht mit ihr rechneten, hat sie ihre Armee monatelang geheim aufgestellt. Sie müssen hier ein Lager haben. Dort hatten sie sich versteckt, bis die Zeit reif gewesen war. Das mit Nozar und Wardis, das tut mir sehr leid. Wardis, naja. Zumindest starb Nozar im Kampf. Der Sonnenpriester, also. Naja, da war einfach über. So einen Tod hat niemand verdient. Ich sorge für eine angemessene Bestattung. Das ist das Mindeste. Meinst du, die Kaja werden etwas gegen Regala tun? Ihr habt mit den Tenakt ja etwas gemeinsam. Eine Expedition der Kaja-Armee in den Westen könnte als Beginn einer Invasion gesehen werden. Das wird Awad nicht riskieren. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass wir nie mehr derart überrascht werden. Och Gott, was ist denn das? Fragen im Westen, dann geht's ja noch weiter. Ach du Grüne. Ich meine, ich finde das zumindest noch angenehmer als diese seitenlangen Bücher aus dem ersten Teil. Du hast die Utaru erwähnt. Ihr Land liegt zwischen hier und den Tenakt im Westen? Das stimmt. Sie wohnen in Rheinklang. Ein friedlicher Haufen, verglichen mit den Tenakt. Sie sind mehr Bauern als Kämpfer. Wie kann ein Volk von Bauern im verbotenen Westen überleben? Das soll nicht heißen, dass sie sich nicht wehren könnten. Als die Kaja damals zurückgedrängt wurden, jagten ihre Krieger uns durch Rheinklangs brennende Felder. Der Sonnenkönig machte ihnen diverse Friedensangebote. Sie lehnten ab. Warum? Ich dachte, sie sind so friedlich. Weiß nicht. Sie haben wohl ihre eigenen Probleme. Es mangelt ihnen an Nahrung. Allerdings versuchen sie nicht, Handel zu treiben. Nein, sie wollen nur ihre Ruhe. Du sagtest, die Tenakt wohnen weit im Westen. Was wird mich auf dem Weg dorthin erwarten? McDonald's. Also, wie gesagt, Aldi, Lidl. Es gibt da ein Stück Wildnis. Das ist Niemandsland und dann die Utaru-Farmlande. Und dahinter kommen die Tenakt. Ihr Gebiet ist auf 3 Clans aufgeteilt. Wüste, Tiefland und Himmel. Ja, ich sah ihre Banner bei der Gesandtschaft. Am nächsten wohnt der Wüstenclan. Fieses Volk. Was für alle anderen unbewohnbares Ödland ist, ist für sie eine Herausforderung. Irgendwo jenseits der Wüste sind die Hauptstadt des Stamms und die Gebiete der anderen beiden Clans. Klingt nicht sehr genau. Ich kenne nur Geschichten. In den roten Raubzügen wollte die Kaja-Armee in Tenakt-Gebiet eindringen. Aber die vereinten Clans stellten sich ihnen, zwangen sie bis in den Schrecken zurück. Also wissen nur die Tenakt, was jenseits der Wüste wartet. Vielleicht noch die Gelehrten in Meridian. Irgendwas muss ja in den Schriftrollen stehen, oder? Okay. Du meintest, es wären noch andere durch die Tore gegangen. Wer denn? Also nicht nur die Plünderer, die gerade durchgegangen sind, auch andere Gruppen von Osseram-Stöberern. 2 Kaja-Gelehrte sind mit einem Osseram-Trupp nach Südwesten. Weiß nicht, ob das besonders tapfer ist oder einfach nur dumm. Das Gebiet ist Niemandsland? So ist es. Früher griffen die Tenakt ab Pfahllicht jeden sofort an. Aber Awad stürzte den irren Sonnenkönig und versuchte sich mit den anderen Stämmen zu versöhnen. Die Tenakt akzeptierten für den Frieden eine neutrale Grenzzone. Seitdem stoßen Kaja und Osseram immer wieder dorthin vor. Aber nun sind dort wohl Regala und ihre Rebellenarmee. Also Niemandsland würde ich ohnehin niemals sicher nennen. Die alten Ruinen im Südwesten können das bezeugen. Reste eines vergessenen Krieges. Puh. Ich sollte dann aufbrechen. Ich wünsche dir Glück. Die Tore stehen dir immer offen, falls du zurückkehren willst. Und das mit deinen Freunden, die verarzten wir. Ich danke dafür. Die Sonne schütze dich, Aloy. Ich hoffe, du findest, was du suchst.
Bong, die Gesandtschaft beigewohnt. Einfach, ich war dabei. Oh, sammeln. Sammeln. Aber ich brauche Bären. Ich brauche dringend Bären. Das ist aber auch nicht so der geilste Loot. Der Schildflügel ist eine auf Energie basierte Gleiter, der aus Maschinentechnologie umfunktioniert wurde. Halte in der Luft Viereck gedrückt, um ihn einzusetzen und zu gleiten. Tippe Kreis an, um nicht mehr zu gleiten. Steht. Ja, das ist mal ganz cool. Ich weiß nicht, wenn man... Hauptquest abgeschlossen. Also, ja. Eloy? Verbotene Westen. Ja. Eine ganz neue Welt zum Entdecken. Die Koordinaten des Turms sollten zu Silence und Hades führen. Und vielleicht zu einem Gaia-Backup. Es wird nicht einfach da draußen. Die Plage, die Stürme, Regalas Maschinenreiter. Aber ich muss das schaffen. Ich muss die Welt retten, wie es Elisabeth getan hätte. Ja. Machen wir alles, Aloy. Machen wir alles. Die Anführerin des Hinterhalts, Regala, befehligt dir eine Menge Maschinen. Es gibt sonst nur einen Menschen, der über dieses Wissen verfügt. Silence. Silence. Aber was hat er vor? Warum hilft er Tenakt-Rebellen? Ah, wenn wir alles rausfinden, Aloy. Ne, sei nicht so neugierig, das zu sein, aber wir müssen erstmal gucken, was passiert. Also, geilen Loot-Stuff haben sie aber auch nicht hier wirklich. Aber wir brauchen überwiegend auch Bären, weil sonst kommen wir hier so gar nicht mehr klar. So. Gib dich zu Kerufs Beute Unternehmerlager. So, ich mache mich da mal weg, ne? Tschö. So schlechtes Benehmen. Was? Wer? Hat es nämlich noch eine andere Stimme? Aloy, was brauchst du? Gar nichts. Ich muss dann mal wieder. Ist gut. Ich wünsche dir viel Glück. Eben war noch die Rede von schlechtem Benehmen und das klang nicht nach ihm. Mal den Schildflügel ausprobieren. Warum klettern, wenn ich gleiten kann? Genau. So, Fokusimpuls, genau. So, springen sollte ich und dann... Hat geklappt? Wow, okay. Cool. Jetzt kann ich wohl von jeder Klippe springen. Ja. Könnte ich? Wollen wir das auch, ist die Frage? Sieht hier auch nicht so ganz freundlich aus, ne? Guck doch mal die Pflanzen an, die roten. Der Gleiter ist cool. Das habe ich im Game 2-Beitrag vom Spiel gesehen, ja? Ja, ich glaube, wenn wir dann halt mal irgendwo abstürzen von irgendwo im Felsen, dann können wir uns so wenigstens den Hintern retten. Wenigstens das. Das ist natürlich nur die Frage, ob wir... Beziehungsweise, ob die Energie für... für die Energie für den Gleiter, ob die ewig hält. Oder ob die halt irgendwie nachlässt. Das wäre auch blöd, wenn du irgendwo auf halbem Weg bist. Und plötzlich hast du dann keine Energie mehr drauf und stürzt dann ab. Das wäre ein bisschen ungeil. Aber ich muss sagen, hier diesen Bogen, den schneller Kriegsbogen, finde ich jetzt gar nicht so geil, muss ich sagen. Also der macht wirklich kaum Schaden. Hat mich so ein bisschen enttäuscht im Kampf. Hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Und war jetzt auch die falsche Waffe gegen den anderen Heini, aber... Die Waffe ist zwar ganz cool hier. Sprengstacheln. Die waren ganz nice. Hier sollte ich auf jeden Fall noch ein bisschen weiter ausbauen. So, ich möchte ganz gerne noch zwei folgende Sachen machen. Ich hole mir nochmal den Zinnober Sandé, langen Hals. Den hole ich mir noch und dann werde ich mir hier nochmal speichern. Das jetzt sowieso speichern und dann. Hol ich mir noch den langen Hals. Das müssen die Plünderer aus Fahrlicht sein. Da scheint irgendwas vorzugehen. So, was haben wir denn hier? Das Blättervolk. Schriftrolle, ein hastig geschriebener Bericht in groben Glyphen. Hastig aber erstmal einen Aufsatz geschrieben, ist klar. Bis irgendwann eine Batterie leer ist und den Tod stürzt. Ja genau, das meine ich ja damit. Nicht immer so negativ, man kann das Teil bestimmt auch wieder aufladen. Ja,
Ja, aber mitten so im Flug kann ich mir vorstellen, dass die Batterie irgendwann leer ist und dann ist Essig. So, du hast... Okay, ich bin nach Einklang gegangen, wie du wolltest, und habe meinen Charme spielen lassen. Hier also mein Bericht über die angedachten Handelsbeziehungen zu den Utaru. Das wird nichts. Zunächst mal mögen sie keine Fremde und misstrauen allem, was irgendwie mit den Kaja zu tun hat. Das kann man ihnen nicht vorwerfen. Was bedeutet, dass das Bündnis mit Sonnenkönig Awad ein echter Nachteil für uns ist? Ich dachte, es wäre schlau, uns Osaram als freundlicher darzustellen, als ihre barbarischen Nachbarn in den Clan landen. Aber das kam nicht besonders gut an. Ich schätze, sie haben mit denen irgendeinen Waffenstillstand geschlossen, von dem wir nichts wissen. Fazit, die Utaru halten uns für weniger vertrauenswürdig als die Tenakt. Stell sich das mal einer vor. Zweitens, ganz offen gesagt, die Utaru sind sonderbar. Sie haben einen großen Beschützerinstinkt gegenüber allem, was sie als lebendig ansehen. Und das schließt auch ihren Hopfen ein, den du unbedingt willst. Für sie ist es nicht nur eine Pflanze, sondern heilig oder sowas. Der Gedanke, ihn unseren schmuddeligen Händen zu überlassen, hat sie angewidert. Das kann ich verstehen. Drittens, und das ist der wichtigste Punkt, sie sind am Verhungern. Die Plage hat ihre angebauten Pflanzen befallen und die meisten von ihnen essen kein Fleisch. Sie würden das bisschen, was sie noch haben, nicht für alle Zahnräder des Anrechts hergeben. Wie du mittlerweile vermutlich ahnst, lief mein Besuch hier nicht besonders gut. So viel Missbilligung habe ich nicht mehr erlebt, seit meine Cousine mit einem Kater durchgebrannt ist. Ich habe ihnen Hauptquellbier angeboten, um alles etwas aufzulockern. Aber sie wollten nicht. Weißt du, was sie trinken? Blätteraufgüsse. Das ist einfach schmutziges Wasser. Glaubst du wirklich? Ich hätte gedacht, mit Hopfen, dass sie gerade mit Hopfen. Nein, 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 Aloy, ganz ruhig, ganz ruhig. Nein. Ach, Aloy. Ich wollte doch nur gucken, wo der Fuchs drin ist. War das ein Fuchs? Ob es war ein Fuchs. Ah, na, ist er weggelaufen. Ah, verdammt. So, wir reden gleich miteinander. Ich muss erstmal Dinge tun. Ich lese noch einmal Fokus. Mutmaßlich. Genug gestöbert. Buch ein Tagebuch verfasst in akkuraten, sauren Glyphen. Wir haben die Teile zu Geld gemacht. Ich habe durch einen Verkauf mehr verdient als durch die letzten 4 Stöberstellen zusammen. Und die Maschinen nehmen kein Ende. Für jede, die wir zu Schrott machen, kommt sofort ein neuer nach. Wir müssen uns keine Sorgen machen, dass die Beute knapp wird. Und den Feuern des Schmiede sei Dank dafür. Ich werde allmählich zu alt zum Stöbern. Das Klettern, das Kriechen, das Aufstemmen. Selbst bei den Knieschützern, die ich erfunden habe, war das alles zu viel für meine alten Knochen. Und dann noch die Konkurrenz. Seit diese verdammten Schattenkaja-Waffen in den Ruinen gefunden haben, scheint jeder Bandit und jeder Raufbold zu glauben, etwas finden zu können, das ihn unbesiegbar macht. Falls ein Sturz oder eine Unaufmerksamkeit bei einer Maschine dich nicht tötet, tun es diese Plünderer. Die Ruinen waren früher still und verlassen, besondere Orte. Jetzt scheinen die Leute sie als Lagerhäuser anzusehen. Ich schätze mich hat einfach die Zeit überholt. Also habe ich meine Scherben in diese Schrottlager investiert. Es wird immer jüngere Jäger geben, aber das Können, das ich mir beim Stöbern angeeignet habe, lässt mich Maschinen so ausweiden, dass ich den besten Preis erzielen kann. Das sollte mich über Wasser halten, bis es Zeit wird, ins Anrecht zurückzukehren und mich zur Ruhe zu setzen. So. Einmal kurz speichern. Ups. Jupp. So. Meine Kleinen, wer bist du denn jetzt? Rede mit Larent. Oder Larent. Oder Larent. Ach, das sind die Heinis. Ja. Wenn das nicht die Retterin von Meridian ist und meiner Unternehmungen. Larent, sag Hallo. Hallo, schön dich zu... Ja, wenn sie nicht gewesen wäre, würde ich wahrscheinlich jetzt nicht hier stehen. Ah, scheußliche Sache, was die Tenakt mit der Gesandtschaft gemacht haben. Aber alle im Fahllicht sind dankbar, dass du sie verjagt hast. Das ist also deine Bergungsoperation. Bessere Bauteile findest du nirgendwo im Westen. Und bald werden wir noch mehr zu bieten haben. Der Westen war viel zu lange, naja, verboten. Gefährlich. Aber wenn wir eine Rüstung bauen könnten, so stark und auch so sicher, dass dir hier draußen wirklich nichts mehr gefährlich werden könnte. Ja, den hätte ich dir aber gern. Die würde ich dann zu gern mal sehen. Ja, sag ich doch. Na, selbstverständlich. Und deshalb habe ich meine talentiertesten Plünderer gebeten, genau diese Rüstung zu bauen. Jeder wird sein Werkstück vorstellen.
Die beste Rüstung geht in den Verkauf. Für Jäger wie dich. Glückspilz. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich habe etwas in Kettenkratz zu erledigen. Larend kümmert sich währenddessen um dich. Ich bin so gespannt, was du mir präsentieren wirst. Es wird toll. Es wird die anderen aus der Schmiede blasen. Du musst mir helfen. Das war klar. Wovon redest du? Die Rüstung. Ich habe schon ein Dutzend Versionen gebaut, aber keine ist gut genug. Und es gibt andere Trupps, weiter westlich. Wenn die eine bessere Rüstung hinkriegen, dann kann ich diese Scherben vergessen. Du kriegst einen Preis, wenn Keruf deine Rüstung auswählt? Einen großen. Und ich habe das perfekte Design. Ich brauche nur die Bauteile. Und das schnell. Ja. Also, vielleicht könnten wir einen Vertrag abschließen und du besorgst sie mir? Was für Teile brauchst du denn? Panzerwandererbehälter. Ihre Panzerung ist äußerst widerstandsfähig. Das gibt die perfekte Rüstung. Das weiß ich. Ich glaube, das kriege ich hin. Ah, dank der Schmiede. Hier in der Nähe ist eine Herde. Hier ist der Vertrag. Ich sage dir alles, was du wissen musst. Du erledigst die Maschinen. Und meine Leute holen die Behälter. Ich sehe mir das später an. Danke. Das soll ja kein Problem sein. Neuer Beutevertrag. Erdenhinterhalt. Das kann ich. Hinterhalt kann ich. So. Wo ist denn mein kleiner... Nee, da wollte ich gar nicht gucken. Da wollte ich hin. Wo ist denn mein kleiner Langhals? Den würde ich mir erstmal gönnen, damit wir erstmal das Areal freischalten. Ich sollte erst den Vertrag lesen, bevor ich auf die Jagd gehe. Ja, ich will ja den Vertrag noch gar nicht, du... Ne? Wir machen jetzt mal Langhals, damit wir uns erstmal das Gebiet freischalten. Damit wir erstmal ein bisschen Überblick haben. Und dann gucken wir mal, was wir hier an Mission haben. Ja, die ganzen Viecher, gegen die haben wir auch tonnenweise gekämpft hier. Im ersten Teil. Mistviecher, doch. Alles Mistviecher. Alles Dreck. Haben wir alle platt gemacht. Oha, oha. Ach du Scheiße. Ja, die sind auch wieder da. Die können wir ja mit diesen Frostpfeilen, glaube ich, immer ganz gut wegballern. Ah, mal sehen. Viele alte Wracks hier. Muss eine große Schlacht gewesen sein. Die Alten haben alles gegeben, um den Pharaoh-Schwarm abzubremsen und Zero Dawn Zeit zu verschaffen. Tja. Bringen das Rebellenlager an? Was? Was für ein Rebellenlager? Ach, da hinten. Ach, die Dinger. Ach, ja, okay, gut. Ja, die... Das ist offenbar durchs Lager. Vielleicht komme ich so hinein. Ja, nee, das machen wir noch nicht, ey Leute. Noch nicht jetzt. Schalten jetzt mal das Gebiet frei, damit wir uns ein bisschen Überblick verschaffen können. Ich kann, können. Und dann gucken wir uns das mal an. Gucken wir mal, was das Land hier so zu bieten hat. Und dann geht der Tanz los. Erstmal schauen, wie ich auf das Viech raufkomme. Mein Fokus empfängt immer noch ein Signal. Ja. Gucken wir uns alles an, ey Leute. Erstmal ein bisschen gucken. Nicht gleich wieder so aufgeregt sein. Wir haben genug Zeit, Elo. Dieses Geräusch. Mehr oder weniger. In der Nähe muss ein Langhals sein. Das ist korrekt. Wenn ich ihn überbrücke, bekomme ich Daten über die Umgebung. Ja. Was meinst du, wo wir gerade hin sind? Auf dem Weg sind. Alles schon so geplant, Elo. Ich denke mir schon was dabei. Tu, was ich kann. Die Leute denkt auch immer nur, ich bin der größte Noob. Naja, okay. Dass ich einfach ziellos durch die Gegend renne. Oh, guck mal. Meine kriegen wir sicherlich nicht mit diesem anderen komischen Stamm Stress, wenn wir da irgendwelche Viecher umlegen. So, wir müssen noch hier irgendwie wieder auf dich raufkraxeln, ne? Kann das sein, dass wir da oben rauf müssen? Ich könnte Schockmunition benutzen.
aus wie eine Satellitenschüssel. Wenn ich darauf klettern kann, müsste ich den Langhals leicht erreichen können. Ja, das war mein Gedanke, Aloy. Das hatten wir ja schon im ersten Teil. Ich steck mich einmal ganz kurz hier. Achso, okay, das ist mal eine Quest für sich. So, markieren wir nämlich das einmal. So, da müssen wir rauf. Okay. Ach, geht ja schon gut los. Was ist das? Ein Stromgenerator? Ah, okay. Stromgenerator? Nö. Oh. Leute, ihr geht mir jetzt schon auf den Sender. Ups. War natürlich nicht so schlau. Machen wir erstmal die kleinen Lutscher hier fertig. So. Ja, gut so. Nein! Nein! Ich wollte einfach nur mal kurz den. Ich muss es anders versuchen. Kann ich nicht hier. Oh, war vielleicht nicht so schlau. Och komm! Nur weil er einmal kurz auf uns raufgetrampelt ist. Kann sich auch anstellen. Abgehärtet. Mutstoß abgehärtet. Aktivieren. Ich wollte eigentlich nur auf die Leiter um rauf. Ich weiß, verstehe nicht, warum wir da nicht raufkommen. Stromgenerator. Oh, warte mal. Datenpunkt. Blick in den. Achso. Achso, okay, das war. Okay. Ah, Werbung, Datenbeschädigung, Ausstellung. Der große West Array präsentiert die Blick in den Himmel-Ausstellung, in der sie mit unserem brandneuen Panorama-Holo-Erlebnis. Erlebnis die Geschichte der Radioastronomie. Decken und einen Blick durch unsere hochmodernen Teleskope werfen können. Moderne Attraktion. Möchten Sie sehen, wie unsere Antennen sich bewegen? Ja, voll geil. Pingen Sie unser Besucherinformationszentrum an, um Daten und Uhrzeiten für dieses Event zu erhalten. November Sonderaktion. Wir machen uns bereit für jährliche Sichtung des verlassenen Odyssey-Raumschiffs, das auch 2059 wieder in seiner Umlaufbahn über dem großen West Array zu sehen sein wird. Frühbucher erhalten als kleines Dankeschön eine gratis Holoskulptur, entworfen nach dem Originalbauplänen der Odyssey. Denken Sie immer daran, alle Implantate und die digitalen Geräte auszuschalten, bevor Sie das Gelände betreten. Es muss doch ein Weg auf dieses Ding führen. Ja, das ist richtig. Plasma ist gegen diese Maschine verschwunden. Och, was bist du denn? Nix. So, was hast du für Probleme? Richtung. So, jetzt. So, ich will erstmal die ganzen Viecher hier wegpumpen, damit wir mal ein bisschen Ruhe haben hier im Moment. Ich weiß nicht, wo ist denn das Geierviechchen? Aber ich müsste jetzt auch nicht. Also ich könnte natürlich auch einfach mal dahin rennen und einfach nur mal Richtung, mein kleiner Freund. Nein. Ah. Autschi. Ist er.
Haha. Komm schon. Autschi. Reicht's mir aber, du Drecksi, du. Mann. Man wollte schon Stuff sammeln und ich glaube, haben wir mal ein Sekündchen Ruhe, dass wir mal ein bisschen was machen können. Wollte doch nur einfach auf den langen Hals rauf. Mehr wollte ich doch gar nicht. Mehr wollte ich doch gar nicht. Ich wollte nur mal eben. Achso, wir müssen uns unbedingt heilen. Allerdings mal so ein Vogelfiech mal weggehauen. Man, das. Gut, dann gucken wir mal, dass wir hier auf so ein Viech mal raufkommen. Ein Stromgenerator. Ja. Sieht tot aus. Na. Na. Also mit dem Generator können wir nichts anstellen, nicht? Dass er hier irgendwie eine Funktion hat. Kabel geht weg, Kabel geht nach oben. Also werden wir wahrscheinlich irgendwie was tun müssen. Wo komme ich jetzt hier endlich mal? Dass ich hier nicht raufkomme. Achso, Moment, ich bin ja auch bescheuert. Ah, so jetzt. Habe ich gar nicht gesehen, dass da so ein rotes Ding ist, wo man das runterschießen kann. Das ja aber auch nichts sagt. Jo, können wir hier was machen? Ja, deswegen müssen wir wahrscheinlich erstmal Strom raufballern. Behaupte ich jetzt mal. Ich sehe gerade gar nichts. Das war doof. Aber ich wollte mal gucken, wie es unten aussieht. Jo, putzer! Yeah. Dann kann ich nicht, aber... Ja, aber seitlich. Als könnte das Ding sich drehen. Ja, gucken wir uns gleich. Wie ich die Energie wieder anschalten kann. Kann ich das Ding vielleicht bewegen und einen Weg hinauffinden? Ja, wahrscheinlich gucken wir uns gleich an, Halo. Ja, das war's wäre Textprotokoll. Tja, das war Mist. Roger hat sich gerade tierisch aufgeregt, weil er meine kleine Ergänzung im Protokoll der Schüsseln entdeckt hat. Wen interessiert's, was er denkt? Die Touristen fanden es toll. Jede Schüssel richtet sich aus, eine nach der anderen, und spielt den ihr zugewiesenen Tod über die Alarmlautsprecher ab, im perfekten Tempo. Musik ist letztendlich Mathematik. Wissenschaftlern, die die Erhabenheit der Tonleiter nicht zu schätzen wissen, sollte man meiner Meinung nach den Doktortitel entziehen. Wie auch immer, beginnen wir am Anfang. Ein sehr guter Ausgangspunkt. Ich werde nach Do und Re sehen. Sie waren in letzter Zeit etwas schwerfällig. Vielleicht muss ich wieder ihre Ausrichtungsrotoren säubern. Okay. Heißt um. Ja. Können wir sicherlich. Nein! Aloy, springen bitte. Danke. Hier kommen wir aber nicht. Nee. Weiter runterlassen. Kommen wir hier tatsächlich runter? So aus? Ah ja, alles klar. Ah, und da scheint irgendwas zu sein, was wir für die Stromversorgung brauchen. Noch ein Stück nach rechts, Eine Energiezelle. Getrennt von der Hauptstromleitung. Damit müsste ich den Generator unter der Schüssel antreiben können. Ja, dann können wir das hier irgendwie runterschmeißen. Reise zu den Koordinaten. Kann man das irgendwie wegwerfen oder so? Weil ich glaube, wir brechen uns sonst die Beine, wenn wir wieder da unten sind. Hä, wie kriege ich das denn sonst da runter? Kann ich das nicht? Oh! Ja, so nicht. Oh! Nochmal. Meine Fresse. Oh, nochmal. Wie kriege ich denn das Mistding da runter? Das muss ich ja irgendwie werfen können oder so. Was denn runter?
Energiezelle aufheben. Aber wie krieg ich das denn? Kann ja nicht einfach da jetzt... Oder doch? Oder auch einfach... Achso, okay. Gut, geht einfach. Dachte, wir müssen direkt runterspringen. Da ist der Generator. Die Energiezelle bringt ihn sicher zum Laufen. Der Strom ist wieder da. Ich sollte mir die Konsole von vorhin nochmal ansehen. Ihm ist korrekt. Hört sie eher so an, als wenn ein Ding gleich zusammenknackt. Tegan, Schlüsselausrichtung unvollständig. Motorfunktion unterdrückt. Aber Aloy, pass auf, nicht immer überall gleich. So, jetzt haben wir darüber, genau. Ja, günstig, dass Zukunftstechnik nicht entlädt, korrodiert oder vergammelt, ja. Finde ich auch, finde ich sehr, sehr, sehr praktisch. Und ich bin noch nicht hoch genug, um den Langhals zu erreichen. Wenn ich die Schüssel frei bekomme, kann ich vielleicht... Die Schüssel frei bekommen. Das wäre doch vielleicht hier hoch. Nee, können wir noch nicht. Wir müssen wahrscheinlich erstmal die Dinge erstmal... Ah, siehst du doch. Meine ich doch. Ich mache das mal lieber mit dem Bogen, sonst falle ich hier gleich runter. Geht aber nicht. Ah, jetzt. Das hat echt funktioniert. Du zitterst, Aloy. Ist hier kalt? So, lass uns das mal nach oben. Ja, dann sollte das jetzt mal hoffentlich fruchten. Jetzt müsste ich an den Langhals rankommen. Ich muss nur den richtigen Platz finden. Ja, ich würde sagen... Oh, Vorsicht. Ich würde fast sagen hier, aber da kommen wir relativ nah ran. Jetzt könnte ich auf den Langhals gleiten. Ich muss es nur richtig abpassen. Ja, das ist... Ach, nach unten. Na also... Überbrücken wir den großen Mal. Das muss einfach sein. So. Laut. Also, wir senden Kartendaten an andere Maschinen. Und jetzt gehören sie mir. Tada! Zinnober Sandy oder Sandy. Fertigkeit. Was war das denn gerade? War das normal? Sehr schön. Perfekt. So, haben wir haben... Ist schön freigeschaltet. Geil. Ja, zumindest ansatzweise. So, wir hatten noch hier irgendwo ein Feuer, ne? Ach, guck mal, das kennen wir doch auch noch. Unbekannte Brutstätte. Ach, du grüne Neune. Ja, das kennen wir. Das kennen wir. Ach, das wird schon wieder... Alter, wie viele Feuer sind hier bitte in der Nähe? Alter Schwede. Wo wollte ich das markiert da hinten? 30 Milliarden Feuer in der Nähe. Ja. Jetzt aber.
Und erstmal gespeichert. Ehrlich. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Guck mal, das ist da doch schon Viertel vor 10. Warum haben wir schon so lange gebraucht für diesen komischen Scan? Meine Güte, ich hätte gedacht, da sind wir wesentlich schneller durch mit. Aber naja, gut. Ist dann halt so. Und ja, dann machen wir an dieser Stelle erstmal irgendwie einen kleinen Horizon Break. Und ja, mal gucken, ob wir uns dann demnächst hier auf Twitch wiedersehen oder dann sowieso auf YouTube. Und naja, bis bald.